Ja, wenn ich erzähle, dass ich in Starbucks investiert bin und im letzten Monat wahnsinnige 11,81 € Dividenden bekommen habe, dann wird mit dem Zeigefinger auf dahin gezeigt, wo mein Problem liegt und noch dazu gesagt, Krishan, so wirst du nie reich, so wird sich das nie lohnen. Und jahrelang habe ich echt ähnlich gedacht und habe gedacht, diese kleinen Summen, ob das mal was wird. Aber ich wusste, irgendwann kommt der Moment, wo es sich rechnet und jetzt ist es soweit. Jetzt kann ich sagen, Ende des Jahres kommen knapp 5.000 € Dividende zusammen. Das macht ungefähr 420 € im Monat und der Zeigefinger, der ist jetzt nicht mehr so oft präsent. Dennoch gibt es immer Menschen, die sagen, mit den 5.000 € kommst du aber auch nicht über die Runden. Aber dann sage ich gerne dazu, dass ich jedes Jahr noch 1.200 € Zinsen, 3.000 € Miete, 2.000 € Pachten bekomme und dass man dann schon bei circa 11.000 € sind, die ich nicht aktiv arbeiten muss. Und dann kommt so ein bisschen Interesse auf und das zeigt aber auch wieder drei Dinge. Erstens, Kleinvieh macht Mist. Zweitens, dranbleiben ist King. Und drittens, Diversifikation ist Pflicht. Und heute kümmern wir uns um Dividende und das Kleinvieh. Also wie im letzten Monat habe ich wieder fünf Werte mitgebracht. Ja, in Kooperation mit Ingo von Mission Cashflow. Ich verlinke dir mal hier oben. Sind es diesmal fünf verrückte Tipps. Und das sind Tipps, da muss ich ganz ehrlich zu dir sein, wo ich selber gesagt habe am Anfang, was sind das für Tipps? Das lohnt sich nicht wirklich. Aber auf den zweiten Blick ist es eine gute Einstiegschance oder ein Dividendenwert, der in Zukunft sehr stark wahrscheinlich die Dividendenrendite erhöhen wird. Also wenn du wissen willst, was eine hochprozentige Aktie ist, wenn du wissen willst, wie du in Zahnpasta investierst oder wenn du wissen willst, warum mein Taschenrechner heute eine Rolle spielt, dann würde ich sagen, schnapp dir eine Trinkschokolade und nach dem Intro geht's direkt los. Ja, herzlich willkommen zurück. Und wenn so Themen wie Sparen, Investieren, finanzielle Freiheit, ich sag mal so Themen, die so Cash in the Tash bringen, wenn das genau dein Ding ist, oder du jeden Monat die fünf Dividendentipps nicht verpassen möchtest, dann, falls es schon geschehen, lass ein Abo da. Und ich muss ehrlich gestehen, als ich diesen Monat die Tipps von Ingo gesehen habe, von Mission Cashflow, die ich dir gleich vorstelle, habe ich auch gedacht, Mensch, Ingo, du hast einen Vogel. Was sind denn das für eine Tipps? Also, das sind Tipps, die haben, ich sag mal, relativ wenig oder moderate Dividende. Und wo ich selber sage, da investierst du doch nicht, das lohnt sich nicht. Aber dann habe ich mich so ein bisschen zurückerinnert und Ingo war immer einer oder ist immer einer, der fundiert die Aktien betrachtet. Also er geht manchmal nicht auf die ganz hohen Dividendenausschütter, aber er weiß aus seinen Analysen, dass die Aktien, die er für sich auswählt, sehr wahrscheinlich die Dividende in den nächsten Jahren gut erhöhen. Und ich muss ehrlich gestehen, wir haben uns ja so ein bisschen gechallenged. Ich bin derjenige, der auf hohe Dividenden geht, Ingo ist derjenige, der nachdenkt. Und im Endeffekt haben wir ungefähr ein gleich großes Depot und auch ungefähr gleich ja, große Ausschüttungen. Und das zeigt, dass beide Strategien gar nicht so verkehrt sind. Also entweder hohe Dividende einsteigen und dann vielleicht darauf verzichten, dass in Zukunft die nicht mehr so stark erhöht werden, oder niedrige Dividende einsteigen, also um die 3%, und dann aber die Sicherheit haben oder eine große Wahrscheinlichkeit, dass die sich in Zukunft um einiges erhöhen. Und heute bin ich sicher, wirst du im ersten Blick so ein bisschen enttäuscht sein von den Tipps, die ich dir gebe, aber der langfristige Blick bei den Tipps von Ingo oder die ich dir heute mitbringe, ist gar nicht so uninteressant. Und damit ich nicht zu viel labere, gehen wir jetzt mal wieder an meinen Bildschirm. Und damit wir den Überblick nicht verlieren, gebe ich dir mal wie immer eine kleine Agenda. Also wir gehen heute mal wieder mit einem Disclaimer los, weil das ist wichtig, dass ich am Anfang was dazu sage und gebe dir auch noch ein paar Tipps dazu. Dann zeige ich dir mal die Dividende von meinem letzten Monat und die aktuellen Top 15 des Jahres. Also wer hat dieses Jahr das meiste ausgeschüttet? Und dann gehen wir in die fünf Dividenden-Aktientipps. Und der erste Tipp ist eine hochprozentige Aktie. Der zweite Tipp ist ein Zahnpasta-Wertpapier. Der dritte Tipp ist meine Taschenrechneraktie. Der vierte Tipp ist etwas, was in Richtung KI und Netzwerke geht. Und der fünfte Tipp, und das ist was Verrücktes, und das habe ich schon lange nicht gesehen oder noch nie gesehen, um ehrlich zu sein, das ist ein REIT mit 3% Dividende. Also fast jornischt, um es mal so auszudrücken. Und zum Schluss gucken wir uns die Hall of Fame und das Scoreboard des Monats an. Und im Outro erkläre ich dir oder zeige ich dir heute mal ein kurzes Trading-Update, was ist bei meinem Trading rausgekommen und wie ist der aktuelle Stand. Ich muss dir ehrlich sagen, wenn das so weitergeht, dann bin ich bald Millionär. Also sei gespannt. Dann lass uns mal in die erste Slide kommen und das ist der Disclaimer, weil ich heute definitiv konkrete Tipps und Tricks oder Titel nenne, ist es keine Anlageberatung und keine Kaufempfehlung. Es handelt sich um meine und Ingos Meinung, um das mal ehrlich so zu sagen. Und ja, es muss nicht der Stein der Weisen sein, um es mal so auszudrücken. Und ich habe ein paar Tipps mitgebracht, um dich vor großen Schaden zu bewahren. Also lege dir vielleicht die Werte in eine Watchlist oder beobachte sie eine Weile, schau dir ein paar News dazu an. Nutze vielleicht auch andere Plattformen und Quellen, um einfach mal rauszufinden, ist der Quark, den Krishan hier erzählt, auch richtig, damit du auch, ich sag mal, fundierte Entscheidungen treffen kannst. Achte so ein bisschen auf Risikomanagement, also sei nicht übermütig beim Investieren. Achte auch auf Diversifikation und versuche ein Klumpenrisiko zu vermeiden. Also wenn ich dir
einen Wert vorstelle, von dem du total begeistert bist. Nicht, dass du dein ganzes Depot umschichtest und dann fährt der Wert in den Keller, das wäre auch nicht schön. Und im Zweifelsfall, das gebe ich immer mit, für alle, die eine Dividendenstrategie fahren, also auf Dividendenaktien, ist die Core-Satellite-Strategie, also 80% ETFs und 20% spielen mit Dividenden, nie verkehrt. Und schaue auf jeden Fall auch meine anderen Videos zu dem Thema Dividenden, weil da ist noch einiges mehr erklärt, weil heute rauschen wir so ein bisschen durch die ganzen, ich sag mal, Titel durch. Ja, apropos durchrauschen, ich verlinke sie nochmal hier oben, die Watchlist von Ingo vom November. Da hast du dann zu dem, was ich jetzt sage, noch ein paar tiefergehende Informationen, wenn du sagst, ich will noch ein bisschen mehr wissen. Und ansonsten, wie immer unten verlinkt, es gibt schon eine Menge von Dividenden oder an Dividendenvideos hier auf dem Kanal. Dividende bis Lebensende, Dividenden mit ETFs und so weiter und so fort. Also wenn dich das Thema generell so ein bisschen triggert, schau dir das an, bild dir eine eigene Meinung und dann scheffel die Dividende ab. Und wie habe ich die Dividenden abgeschäffelt in den letzten Wochen, Monaten oder im letzten Jahr? Hier siehst du mal auf der linken Seite den letzten Monat mit 338,76 €. Ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, habe ich gar nicht geguckt, aber der aktuelle Dollarkurs macht es jetzt nicht so einfach, weil er doch recht stark ist und somit sind die Dividenden nicht so hoch wie im letzten Jahr. Aber 338,76 € ist schon mal ein guter Wert. Also vorneweg Altria, also mit Zigaretten lässt sich immer noch Geld verdienen, wobei es nicht nur Zigaretten sind. Dann der iShell Global Select Dividend, das ist mein Lieblings-ETF, um das mal so auszudrücken, weil er gut Dividende zahlt und schon über die Jahre mir viel Geld gebracht hat. Dann Oaktree Special Lending oder wie auch immer das ausgesprochen wird, das ist ehemals Fifth Street. Dann Realty Income und die anderen Werte siehst du auch. Und auch hier sehen wir wieder, es ist eigentlich gar nicht so ein Hyperbetrag dabei. Also der höchste Betrag ist mit 65 € bei Altria jetzt nicht super hoch, aber im Grunde genommen alles zusammen macht 338 € und das kann schon mal einen ganz schönen Anteil der Lebenskosten decken. Und rechts siehst du mal meine Top 15 Werte des Jahres. Top 15, was sind die bisher Top 15 Ausschütter in Nettoausschüttung, um das mal so auszudrücken. Und da haben wir mit ein bisschen Vorsprung Realty Income, also da kommen wir dieses Jahr wahrscheinlich dann in Richtung 400 €, weil 2 Monate kommen doch damit rein in die Rechnung. Dann gefolgt von Omega Healthcare und dann Altria. Ich muss immer ein bisschen schmunzeln. Auf der einen Seite habe ich Omega Healthcare, also ein bisschen Gesundheitssektor. Auf der anderen Seite ist der Altria so ein bisschen Zigaretten und Co. daneben. Ist schon ganz schön krass. Und der erste ETF, der richtig gut ausschüttet und den ich immer liebe, das ist der iShare Global Select Dividend 100. Und dann kommen so ein bisschen monatliche Ausschütter wie Main Street Capital oder weiter oben Gladstone Capital. Dann haben wir auch BMW mal mit drin und Allianz, 2 deutsche Werte, die ich dieses Jahr gekauft habe und noch ein bisschen ETF. Und AT&T kratzt auch noch in den Top 15. Und da siehst du aber zum November, also Mitte November, Ende November haben wir schon 3.906 € zusammenbekommen und im Dezember kommt mal noch ein bisschen was dazu. Und dann kommen wir wirklich auf die 4.500 bis 5.000 €. Und das ist natürlich eine tolle Sache. Ja, lass uns mal zur ersten Aktie oder zum ersten Tipp kommen. Und wir machen das wie beim letzten Mal. Du kannst gerne mal im Kommentar schreiben, ob dir diese Art gefällt oder ob ich diese Format noch ein bisschen umstricken soll, weil ich bin mir noch nicht ganz so sicher mit dem Format. Und die erste Aktie oder der erste Tipp, lese ich dir mal vor, ist wieder die Frage, welche Aktie ist es? Also, es ist ein Unternehmen, was in der Herstellung und dem Verkauf von alkoholischen Getränken tätig ist. Das ist schon mal eine Sache, die habe ich noch gar nicht auf dem Radar gehabt, um es mir ehrlich so auszudrücken. Ich habe immer Weeds oder, ich sage mal, Telekommunikationsunternehmen oder was auch immer, aber sowas hatte ich noch nie. Und darunter werden folgende Sachen verkauft, und zwar Scotch, Gin, Wodka, Rum, Raki, Likör, Wein, Tequila und bietet, also das Unternehmen bietet auch kanadische, irische, amerikanische, indische und ausländische Whiskys sowie trinkfertige, alkoholfreie Produkte an. Und wenn ich das jetzt schon vorlese, da wäre ich schon fast besoffen vom Vorlesen. Aber ja, es gibt Unternehmen, die haben sich so ein bisschen auf Alkohol fixiert und das Unternehmen ist, ich sag mal, in den Vereinigten Staaten, Vereinigten Königreich, der Türkei, Australien, Korea, Indien, China, Brasilien, Mexiko, Südafrika, Nigeria und auch noch international tätig. Das heißt, der hochprozentige Stoff wird nicht nur in einem Land verkauft, sondern auch weltweit. Und es scheint schon ein richtig alteingesessenes Unternehmen zu sein. Und zwar wurde es 1886 gegründet und hat den Hauptsitz in London. Auch verrückt, hatte ich auch bis jetzt noch nicht einen Tipp aus London, aber mal sehen, was es gleich ist. Und das Unternehmen oder die Aktie ist ein sogenannter Dividend-Contender. Das heißt, in den letzten 15 oder in den letzten 14 Jahren, jetzt habe ich mich schon fast verlesen, wurden die Dividende jedes Jahr erhöht. Also interessante Aktie, habe ich noch nie so richtig auf dem Schirm gehabt. Und jetzt kommen wirklich nur die Profis zum Zuge, weil diesen Wert, ich löse es jetzt mal auf, kann ich nicht mal richtig aussprechen. Also Diageo oder Diageo oder wie man das auch immer ausspricht. Auf jeden Fall ist mein erster Tipp diesen Monat Diageo. Und
Das ist eine Aktie, die liegt so ein bisschen im Trend. Im Trend leider an der Stelle, weil der Alkoholkonsum steigt nach wie vor von Jahr zu Jahr. Ist ja auch logisch. Was heißt logisch? Es gibt immer mehr Menschen auf dieser Welt. Und wenn es mehr Menschen gibt, wird auch mehr Alkohol konsumiert. Und auch der Pro-Kopf-Konsum steigt an der Stelle. Und das Unternehmen ist der Marktführer. Also das ist eine gute Ausgangsbasis für die Weiterentwicklung der Produktpalette. Und damit weiter steigende Unternehmensgewinne sind fast schon garantiert. Die Kursdynamik ist ein bisschen rückwärtsgängig eingelegt, also hat einen Rückwärtsgang eingelegt. Und in den letzten 2 Jahren gab es quasi einen Abwärtstrend, um das mal so auszudrücken. Und das ist natürlich auf der einen Seite ein Nachteil. Auf der anderen Seite kommt diese Aktie oder das Unternehmen dann wieder in den Kaufbereich, wo es sich auch lohnt, über das Wort Dividende nachzudenken. Und bei den letzten Quartalszahlen musste das Management den Ausblick sogar noch ein bisschen senken, was an der Börse bekanntlicherweise, wie es Ingo geschrieben hat, nicht so gut ankommt. Das heißt, das ist jetzt eine Aktie, die vielleicht, wenn du, ich sag mal, in Richtung Alkoholkonsum oder in Richtung Genussmittel gehen möchtest und die vielleicht noch gar nicht im Depot hast, vielleicht eine Möglichkeit ist, einfach mal in die Watchlist zu legen. Ingo schreibt an der Stelle, dass interessante Einstiegspunkte wären bei 130 US-Dollar, also ungefähr 120 Euro, was dann, ich sag mal, wenigstens eine Dividendenrendite von 3% ausmacht. Und ja, das ist ein Wert, der kann sich in den nächsten Jahren, gerade wenn er sich aus dem Tal wieder rausentwickelt oder rausholt, kann dann doch einiges an Dividende bringen und vor allen Dingen an Kursgewinne. Habe ich diesen Wert im Depot? Nein, weil eigentlich bin ich auch nicht so der Alkoholfan. Ich hatte ja eine alkoholische Vergangenheit, also nicht ich, aber meine Mutti hatte quasi ein alkoholisches Problem früher und deswegen sind so reine Alkoholaktien für mich an der Stelle nichts, wo ich investieren werde, weil ich das nicht so aktiv unterstützen möchte. Ja, das war der erste Tipp. Lass uns mal zum zweiten Tipp kommen und das ist, glaube ich, einfacher zu erraten. Du kannst ja wieder mal mitraten und zwar, das Unternehmen produziert und vertreibt weltweit Konsumgüter. Das ist schon mal gut, vielleicht ein Tipp generell, Konsumgüteraktie oder wenn man schon verschiedene Aktien hat, sollte eine Konsumgüteraktie auf jeden Fall dabei sein, weil gegessen, gereinigt oder was auch immer alles dazugehört, wird immer und mit steigender Anzahl der Menschen wird das auch immer benötigt an der Stelle. Das Unternehmen ist generell in 2 Segmenten tätig, einmal Oral und Personal Home Care. Und in den Pet Nutrition. Also Pet Nutrition ist eher so der Heimtierbereich. Ja, und jetzt kommt's und spätestens jetzt solltest du vielleicht schon erkennen, welches Unternehmen das ist. Und zwar das Unternehmen bietet Zahnpasta, Zahnbürsten, Mundwasser, Handseifen, Geschirrspülmittel, Duschgels, Shampoo, Spülung, Deodorant und verwandte Produkte. Also wenn du dein Bad aufmachst oder wenn du ins Bad gehst, solltest du mit hoher Wahrscheinlichkeit etwas von diesem Unternehmen drin haben. Bekannte Marken bei dem Unternehmen sind Elmex, Palmolive, Sanex, Soft Soap, Jacks und viele weitere, also das letzte kenne ich jetzt nicht an der Stelle. Und bei der Heimtiernahrung bietet es Produkte für den täglichen Ernährungsbedarf und unter der Marke Hills Prescription Diet verkauft es Produkte über die Einzelhändler für den Heimtierbedarf, Tierärzte und E-Commerce-Händler. Also es war jetzt zwar ein kleiner Versprecher, aber um es mal kurz auszudrücken, gibt es auch Tierprodukte. Das Unternehmen wurde 1806 gegründet, also boah, über 200 Jahre alt, also das muss doch schon bekannt sein an der Stelle, hat einen Hauptsitz in New York und ist ein Dividend-King. King heißt ganz einfach, die können sich wirklich die Krone aufsetzen, weil das Unternehmen hat in den 60 Jahren, in den vergangenen 60 Jahren jedes Jahr die Dividende erhöht. Also die Chance, dass es in den nächsten Jahren erhöht wird, die Dividende, ist relativ hoch, weil wenn sich das einmal so als Gewohnheit eingeschlichen hat, möchte ein Unternehmen das auch beibehalten. Ja, welches Unternehmen kann das sein? Und ich glaube, viele wissen schon, was es für ein Unternehmen ist, und zwar Colgate Palmolive. Und ich kann mich, ich sag mal, bei Palmolive denke ich mal an eine Werbung von früher. Sie baden gerade ihre Hände drin in Palmolive oder so. Wer kennt noch die Werbung? Gerne mal in den Kommentar schreiben. Und ja, Colgate Palmolive ist einer der größten Konsumgüterhersteller der Welt und perfekt für jedes Depot. Also wenn dieses, ich sag mal, wenn dieses Segment noch fehlt in der Diversifikation, kann jeder auch mal drüber nachdenken, sich diesen Wert ins Depot oder in die Watchlist zu legen. Die Preise konnten in allen Segmenten offensichtlich in den letzten Monaten über den Inflationsniveau angehoben werden. Das heißt, die sind auch noch ganz schön clever, die Leute von Colgate Palmolive. Wenn die Inflation 7% legt, machen die ihre Produkte 9%, das ist jetzt mal nur gemutmaßt. Und dadurch haben sie natürlich die operative Marge, den Umsatz und das Gewinnwachstum erhöht, um das mal einfach so auszudrücken. Und in fast allen Ländern gibt es Produkte von Colgate Palmolive. Es gibt wenige Unternehmen, die das behaupten können, dass sie quasi ein Allerweltsprodukt haben. Also das wäre die Colgate Zahnpasta, ein Konkurrent oder ein ähnliches Unternehmen wäre Coca-Cola mit der Coca-Cola. Und die Tatsache, dass Colgate Palmolive mit Zahnpasta einen Weltmarktanteil von über 40%
Überleg mal, 40% der Leute auf der Welt schmieren sich die Colgate Palmolive Zahnpasta in die Gusche. Ja, und Zahnbürsten von über 30% hat, ist natürlich ein Trumpf und ich will nicht sagen ein Burggraben, aber das ist natürlich schon ein schwerwiegender Vorteil. Ja, habe ich diesen Wert im Depot? Nein, ich habe die Konkurrenten im Depot. Konkurrenten ist eher Johnson & Johnson und was es da nicht alles gibt, also andere Konsumgüteraktien. Aber das ist eine Aktie, die ich vielleicht auf der Watchlist doch packe. Weil das klingt ganz interessant mit dieser Feldvormachtstellung. Gut, kommen wir mal zur nächsten Slide. Und die nächste Slide ist nur mal ein kleiner Reminder. Ich verlinke es mal hier oben. Aktuell läuft noch das Geldquiz-Gewinnspiel. Das sind 20 Fragen. Wenn du die richtig beantwortest, kommst du mit in den Pott und kannst eine Aktie gewinnen, kannst ein Coaching gewinnen, kannst ein Buch gewinnen, kannst ein E-Book gewinnen. Also falls du das noch nicht gesehen hast, klicke dich unbedingt mal rein und quizze mal mit, weil da kannst du dich wirklich mal testen, ob du von Geld, von diesem YouTube-Kanal und auch so vom spaßigen Geldberechnung, ob du da Ahnung hast. Und ich bin mal gespannt, ob es überhaupt jemanden gibt, der diese 20 Fragen wirklich richtig beantworten kann. Komm mal zum dritten Tipp. Wieder die Frage, welche Aktie ist es? Und ich glaube, diesmal ist es gar nicht so schwer. Und zwar, das Unternehmen entwickelt und produziert und verkauft Halbleiter und Elektronikgeräte oder ist ein Elektronikgerätehersteller. Stromversorgungsprodukte sind mit dabei für den Stromversorgungsbedarf auf verschiedenen Spannungsebenen, werden dort verwaltet. Und mit dabei sind Mikrocontroller, die in den elektronischen Geräten eingesetzt werden, digitale Signalprozessoren für mathematische Berechnungen und Anwendungsprozessoren für spezielle Rechenaufgaben. Die Chips werden in der Industrie, in der Automobilindustrie und auch in persönlicher Elektronik und Kommunikationsgeräte eingesetzt. Und das Unternehmen wurde 1930 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dallas, Texas. Es ist ein Dividend-Contender, das heißt, in den vergangenen 20 Jahren wurden jedes Jahr die Dividende gesteigert. Also auch hier sehen wir wieder, das Unternehmen wird sehr wahrscheinlich keine so hohe Dividendenrendite haben, aber es ist ein sicherer Dividendensteigerer. Und ich muss jetzt zugeben, das Ding hier in meiner Hand, das ist von diesem Unternehmen und das nutze ich. Das Ding ist ein Taschenrechner und dieser Taschenrechner, den habe ich im Jahr 1996 zu meiner Abiturprüfung schon verwendet und der funktioniert heute noch. Und jetzt kommt der Clou, ich habe seitdem nicht einmal die Batterie gewechselt. Ich weiß nicht, wie die das damals gemacht haben oder wie die Geräte konzipiert wurden, aber das Ding ist nicht tot zu kriegen und die Batterie hält wahrscheinlich ewig, ist wahrscheinlich eine Batterie von so einem Duracell-Hasen oder so, aber auf jeden Fall ist das ein tolles Produkt. Und wer stellt so tolle Produkte her? Wir sprechen natürlich von Texas Instrument und hier stimmten in der Vergangenheit viele Parameter und es gab immer gute Einstiegsdividende und ordentliche Dividendensteigerung bei niedriger Ausschüttungsquote. Also das sind so Merkmale, wo du sagst, Mensch, das ist wirklich ein qualitativ hochwertiger Wert. Es ist kein Konkurrent von Nvidia, weil wenn man jetzt heutzutage an Chips denkt, denkt man ja gleich an KI und was auch immer dazugehört. Aber das Unternehmen produziert kostengünstig Chips für die Automobilbranche und den Kommunikationsbereich. Das Management rechnet mit einer sinkenden Nachfrage und prognostiziert weniger Umsatz. Also der Gewinn pro Aktie bereits im jetzigen Jahr und auch im kommenden Jahr wird sehr wahrscheinlich stagnieren oder fallen. Die Dividendenrendite liegt seitdem wieder solide über die 3%-Marke. Und da haben wir wieder das gelernt, wenn ein Unternehmen so ein bisschen zwischenzeitlich Probleme hat und der Kurs fällt, dann hat man natürlich bessere Einstiegschancen als vor noch einiger Zeit. Und wie hat Ingo geschrieben in seinem Artikel, das Unternehmen muss da jetzt durch als einer der Großen der Branche. Nach dem Abschwung kommt der Aufschwung. Und wenn das Ganze so funktioniert, kann es durchaus sein, dass jetzt oder 2024 ein guter Zeitpunkt ist zum Einstieg und dass es ein guter Wert ist für die Watchlist oder für den Kauf. Ja, ich habe übrigens, das habe ich noch gar nicht so richtig erwähnt, hier unten diese drei Buchstaben sind immer das Kürzel. Also wenn du die drei Buchstaben meinetwegen im Aktiendashboard von TraderFox eingibst oder im Aktienterminal, dann findest du sofort den Wert und musst nicht ewig suchen. Ja, also dritter Tipp ist Texas Instrument. Kommen wir zum vierten Tipp und das ist was ganz Einfaches. Wer das nicht errät, ist selbstschuld.com, um das mal so zu sagen. Und zwar, das Unternehmen produziert und vertreibt auf dem Internetprotokoll basierende Netzwerk und andere Produkte für Kommunikation und Informationstechnologie. Vor allen Dingen sind da Wireless-Produkte mit dabei, Wireless Access Points, Controller, Software-Management-Funktionen sind mit integriert, Computing, Netzwerk, Speicherinfrastrukturmanagement, Virtualisierung und Co. Also das klingt so richtig netzwerktechnisch schon fast nerdig. Dazu kommen noch verschiedene Service- und Support-Optionen für die Kunden, darunter dauerhaften technischen Support und auch eine erweiterte Dienstleistung und Beratungsdienste. Und es beliefert Unternehmen von unterschiedlicher Größe, öffentliche Einrichtungen, Behörden und Dienstleistungsanbieter mit ihren Produkten. Und das Unternehmen wurde
1984, stimmt das? Das ist ja auch nicht so alt. Wurde 1984 gegründet und hat den Hauptsitz in San Jose in Kalifornien. Und ich glaube, wo ich schon gesagt habe, Wireless-Produkte oder Wireless Access Point haben schon die meisten gewusst, um welches Unternehmen es geht, welches jetzt vielleicht wieder kaufenswert ist. Und zwar Cisco Systems, also ich sage immer nur Cisco dazu. Cisco hat den Vorteil, es kommt mit den Aufträgen gar nicht hinterher und arbeitet alte Aufträge ab. Es gibt aber aktuell eine kleine Auftragsflaute. Also man rechnet hier und man sagt hier minus 10%. Trotzdem gibt es ein Umsatzwachstum von 8% gegenüber dem Vorjahr und es profitiert immer noch das Unternehmen so ein bisschen aus den Jahren 2020 und 2021, weil in den Aufträgen ist so ein kleiner Backlog. Backlog heißt an der Stelle ganz einfach, dass mehr Arbeit da ist, als abgearbeitet werden konnte. Ich sag mal, für 2024 ist ein Nullwachstum beim Gewinn pro Aktie ausgegeben. Das ist jetzt nicht das beste Vorzeichen, aber als Anbieter von KI-basierter Netzwerksysteme sieht sich Cisco in einer genauso guten Position und möchte an diesem Wachstumsmarkt, weil alles, was mit KI zu tun hat, klingt ja gut und soll wachsen. Er möchte mit daran partizipieren und arbeitet übrigens, das habe ich gar nicht gewusst, auch mit Nvidia und AMD zusammen. Also da kitzelt das Wort KI doch schon am Unternehmen und aktuell hat man eine Dividendenrendite von mehr als 3%. Also es ist möglich, dort einzusteigen und vielleicht, wenn sich die ganze Sache wieder ein bisschen rappelt, wenn der Backlog abgebaut ist und neue Aufträge, ich sag mal, gekommen sind, da dann doch mit dabei zu sein bei einem sehr beständigen, ich sag mal, Dividende erhöhenden Wert. Also auch eine fundamentale Sache fürs Depot oder für die Watchlist. Und der fünfte Wert, der ist total bekloppt. Vielleicht kriegt den jemand raus, aber das ist eine Aktie, die habe ich noch nie so bewusst wahrgenommen, vielleicht mal drüber gestolpert, aber nie bewusst drüber nachgedacht. Und zwar, das Unternehmen ist Mitglied des S&P MidCap 400 und des Russell 1000 Index. Es ist ein selbstverwaltender Equity REIT, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, der sich auf die Entwicklung, den Erwerb und den Vertrieb oder Betrieb von Industrieimmobilien in den Vereinigten Staaten konzentriert hat. Schwerpunkt sind die Bundesstaaten Florida, Texas, Arizona, Kalifornien und North Carolina. Die Wachstumsstrategie des Unternehmens basiert auf dem Eigentum an erstklassigen Vertriebseinrichtungen und an einer guten Verkehrsanbindung, wo die ganzen gelegen sind. Das Portfolio des Unternehmens umfasst derzeitig 59 Millionen Quadratmeter Fläche. Das klingt nach viel und ist auch eine ganze Menge. Und gleichzeitig ist es ein sogenannter Dividend-Contender und hat seine Dividenden in den vergangenen 12 Jahren jedes Jahr erhöht. In den letzten 3 Jahren, und das ist eine coole Sache, wurden die Dividende jedes Jahr im Schnitt um 18,2% erhöht. Das heißt, wenn man das Ganze mal so 5 Jahre durchzieht, dann sind die Dividende um 100% erhöht worden. Und das ist natürlich eine Leistung. Und ich glaube, die wenigsten werden erraten, was es von Unternehmen ist oder welches Unternehmen dahinter steckt. Und das Unternehmen heißt East Group Properties. Und das ist ein Unternehmen, hatte ich noch nie auf meiner Watchlist. Und das ist ein REIT, der mit 8% pro Jahr wächst, aber nur, ich sag mal, 3% Dividenden bietet. Also total surreale Situation, weil bei REITs denkt man ja immer viel Ausschüttung, viele Dividende, aber hier ist es mal nicht so. Und der Ausblick für 2023 wurde bereits zum zweiten Mal angehoben und somit handelt es sich wirklich um einen wachstumsstarken REIT und da ist kein Ende in Sicht. Das Geld wird in neue Akquisitionen gesteckt und vielleicht mal so als kleiner Funfact oder als Fakt, Top 1 Mieter ist Amazon, Top 2 Mieter ist Tran und Top 3 Mieter ist FedEx. Also wir haben da auch große Unternehmen, die sich eingemietet haben, was natürlich auch, ich sag mal, eine schöne Basis ist. Die Dividendenrendite von ca. 3% sind für einen REIT echt niedrig. Also ich werde niemals in irgendeinem Filter nach einem REIT mit unter 5% gefiltert, aber er kann halt auf Kursgewinne setzen und denkt an der Stelle langfristig. Und es ist auf jeden Fall ein interessanter Kandidat für die Watchlist. Interessant besonders dann, wenn die Kurse unter $110 fallen, weil dann kommen wir in Richtung Dividendenrendite von 5% und ich glaube 5% sollte ein REIT schon irgendwie bringen. Ich habe ihn noch nicht in meinem Depot, ich werde ihn trotzdem mal in die Watchliste packen. Vielleicht ist es doch eine interessante Möglichkeit, wenn ich später, ich sag mal, das Häuschen verkaufe oder ich sag mal die Äcker verkaufe und ich möchte in Dividendenaktien investieren, dass ich das mit in Betracht ziehe. Ja, und das waren die 5 Tipps und Tricks des Monats, wie du siehst. Total Quatsch eigentlich, weil, pass auf, jetzt kommen wir auf die Übersicht. Wenn wir jetzt mal schauen, wir haben jetzt 5 Tipps gehabt diesen Monat, aber so richtig viel Dividende, wenn du jetzt direkt live investierst, haben wir nicht. Da ist der Ausschüttungschampion diesen Monat Cisco Systems mit 3,3% Dividende. Das ist gar nicht so viel. Also ich mag ja die Dividende über 5%, aber das ist der Champion. Der Topscore, also der Trader Fox Topscorer ist Colgate Palmolive mit 49 Punkten
Und der Total Score King dieses Monats bleibt Cisco Systems mit 1,55 Punkte. Du siehst unten die Tabelle, sag ich mal. Und du siehst, ich sag mal, vom letzten Monat die Werte und von diesem Monat die Werte im Ranking. Diesen Monat habe ich grün markiert. Und da siehst du, dass der Public Storage vom letzten Monat immer noch führt an der Stelle. Wenn ich die ganzen Bewertungen aus dem TraderFox Aktienterminal, ich sag mal, mit einem Faktor belege und dass wirklich Cisco Systems die Aktie des Monats ist und dass es vielleicht ein guter Punkt zum Einsteigen ist. Ich muss aber ehrlich gestehen, ich selber lasse immer schon die Finger weg von Aktien, die weniger als 4% Dividende zahlen, weil mittlerweile kriegt man auch 4,5 oder 5% Zinsen und so ein bisschen, ich sag mal, jetzt das Geld abfassen möchte ich schon, um es mal so auszudrücken. Aber du siehst ja mal im Ranking, dass wir doch schon einige Aktien hatten und du kannst auch gerne mal unten in den Kommentar schreiben, ob du vielleicht eine Aktie davon hast oder ob du sagst, pass auf, Krishan, du hast zwar hier eine Aktie vorgestellt, aber das, was du da gesagt hast, ist absoluter Quatsch. Das Unternehmen hat gerade irgendwie eine Leiche im Keller, um es mal so auszudrücken, und wird demnächst in den Keller fallen. Kannst du dir mal gerne oder kannst gerne mal den Kommentar machen. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, welche Aktie würdest du kaufen? Du hast jetzt 100 oder 1000 Euro diesen Monat zur Verfügung und müsstest eine von den 5 Aktien diesen Monat kaufen, dann wäre es wahrscheinlich aus meiner Sicht sogar Colgate Palmolive, weil Konsum geht immer. Und da habe ich die Vermutung, dass sich das auf Dauer am stärksten durchsetzen wird. Ja, und das war es mit den Dividenden diesen Monat. Also kein Hochtitel dabei. Ich hoffe, es hat dir trotzdem gefallen. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Und ich kann mir vorstellen, dass im nächsten Monat, so kenne ich Ingo, den alten Schlingel, dass da wieder ein paar Werte dabei sind, die ein bisschen mehr ausschütten und dass wir da doch die ein oder andere Überraschung haben. Wenn du es nicht verpassen willst, weißt Bescheid. Abo-Knopf drücken und ansonsten würde ich sagen, wünsche ich dir einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Video. Mach's gut. Ciao. Ja, und wie beim letzten Mal versprochen, schauen wir heute mal in Richtung Trading. Doch bevor ich in Richtung Trading mit euch schaue, möchte ich nochmal ein ganz liebes Danke rausschicken an den Udo D. Udo D. hat mir einen dreifachen Kaffee ausgegeben sozusagen, also einen Kaffee und ein Stück Kuchen. Da habe ich mich sehr darüber gefreut. Und wie gesagt, es ist nicht Pflicht, mir einen Kaffee auszugeben, aber unten ist immer der PayPal-Link. Und wer mir einen Kaffee ausgemüllt, kann das gerne machen. Wenn ich einen Fetisch habe, dann ist es Kaffee und Kuchen. Ja, dann lass uns mal zum Trading kommen. Ich hatte ja versprochen, ein kleines, besseres Trading-Update zu geben. Und hier siehst du mal ein Trading-Update von mir. Und wie du siehst, ist der Kurs schon mal oben. Oben heißt über die Nulllinie. Das heißt, ich bin im Plus. Und wenn man es jetzt ganz rational betrachtet, ich habe das Trading, ich sage mal Experiment, ich kann ja auch mal nochmal verlinken, wie das Ganze funktioniert, habe ich mit 1500 Euro begonnen und bin jetzt schon bei 1659,21 Euro. Und auf der rechten Seite siehst du erstmal, was ich da von Quatsch gemacht habe. Also ich habe ein bisschen Nvidia gekauft, habe dann Nvidia wieder verkauft, hatte einen Euro Gewinn gemacht und dann hatte ich mir nochmal die Finger im Gold drin. Aber irgendwann habe ich mich dann auf den Bitcoin-Zug bin ich aufgesprungen und es wurde dann einmal verkauft, weil ich muss mich an meine eigenen Trading-Regeln halten, aber dann ging es gleich wieder voran, dann ist der Bitcoin nach oben gegangen, ich durfte wieder kaufen und bin bis jetzt drin und das hat zum Resultat, dass ich von den 1500 eingesetzten Euro doch schon, ich sag mal, 159,21 Euro im Plus bin. Und wenn ich das jetzt vom Startzeitpunkt bis heute rechne, dann ist das eine jährliche Performance von 39,1%. Das sieht erstmal richtig gut aus, aber ich bin mir sicher, dass es beim nächsten Mal natürlich anders aussieht. Das ist halt ein guter Start. Aber das zeigt, dass wenn man, ich sag mal, mit gewissen Regeln und mit ein bisschen ja, Trading-Willen startet, dass es dann doch gut nach oben gehen kann. Und ich habe jetzt mal eine Fun-Rechnung gemacht und die Fun-Rechnung ist ganz einfach diese. Wenn ich diese 39,1% pro Jahr, ich sag mal, beibehalte für die nächsten 25 Jahre, dann haben wir aus 1500 Euro haben wir 1,2 Millionen Euro gemacht nach Steuer. Also das klingt schon mal verlockend. Also drückt mir die Daumen, dass es funktioniert. Und ansonsten bleibe ich natürlich dran. Ich mache das jetzt so ein bisschen nebenbei, weil meistens bin ich immer im Tiny House, wenn die Trading-Zeiten sind. Aber spätestens, wenn ich dann im Tiny House lebe, dann bin ich, glaube ich, noch ein bisschen mehr dabei. Und vielleicht schaffen wir es ja, vielleicht nicht unbedingt 39,1% pro Jahr, aber so eine Performance von 15-20% im Jahr zu generieren, das wäre natürlich cool. Und das würde zeigen, dass so eine ganz einfache Trading-Strategie vielleicht doch besser ist als irgendwas Hochkomplexes, Hochkompliziertes oder was auch immer. Guti, ich würde sagen, das waren genug Dividende, genug Trading und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich glaube, mit einer ganz verrückten Monatszusammenfassung des Monats November. Also freut euch aufs nächste Video. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.